Erstmals seit Bekanntwerden seines fragwürdigen Grundstückdeals in einer Kleingartensiedlung zeigte sich SPÖ-Politiker Ernst Nevrefi bei einem öffentlichen Termin. Im Sommer 2020 soll der rote Bezirksvorsteher von Wien-Donaustadt ein Grundstück in einer Kleingartensiedlung gekauft haben, welches dank einer Umwidmung durch den Wiener Gemeinderat seinen Wert verdoppelte und so zur Goldgrube für den Politiker wurde. Zu viel des Zufalls, wenn es nach der Staatsanwaltschaft geht. Donnerstagnachmittag stand der Bezirksvorsteher im Rahmen seiner Meine Heimat, unsere Donaustadt-Bezirkstour Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Den ebenso gespannt auf ein Statement wartenden Medienvertretern gegenüber zeigte sich Nevrefi dann aber doch wortkarg. Kein Interview, warum nicht? Sind doch jetzt so lange mit den Bürgern noch gesprochen. Die rede immer. Mit den Bürgern reden. Mit den Kronenlesern reden sie nicht. Mit den Medien nicht mehr. Inzwischen, ich habe alle Fragen nicht so lange beantwortet. Ich glaube, es ist alles schon beantwortet. Ich hoffe, dass das gerade eigentlich noch viele Fragen nicht beantwortet. Es hat keinen Sinn, in dem Moment, wo das sonst dann schon. Oder haben Sie einen Maulkorb bekommen aus dem Rathaus? Nein, einen Maulkorb hat man noch nie einer versetzt. Ich glaube, der Bezirksvorsteher der Stadt kriegt keinen Maulkorb. Von einem Maulkorb von Seiten des Rathauses will Nevrefi also nichts wissen. Die Gerüchte um seine mögliche Ablöse wollen dennoch nicht abreißen. Und auch Landesparteisekretärin Barbara Nowak hat man auf den Lokalpolitiker angesetzt. Sie soll ausführliche Gespräche mit den Betroffenen führen und so Licht ins Dunkel bringen. Ernst Nevrefi lächelt die Anschuldigungen gegen seine Person derzeit aber noch weg und geht, das Sakko lässig über die Schultern geworfen, seiner Wege. Ob er diese auch weiterhin als Bezirksvorsteher von Donaustadt beschreiten wird, bleibt offen.